Na, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zu Josh und Sven stellen vor. Blacklight Retribution. Der Josh ist auch am Start. Sag mal Hallo. 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 Und wir gehen direkt ins Spiel rein. So. Ich weiß nicht, was das hier für eine Map ist. Join. Wird schon passen. Wird schon passen. Der Party Leader ist join the game. Die wollen doch, ja klar, warum nicht? Was gibt's dazu zu sagen? Ist ein Free-to-Play-Shooter. Mit ordentlich Pay-to-Win. Jo. Vor allem. Ach, wir sind schon wieder nicht im gleichen Team. Das ist ein Scheiß. Ach so, das ist eine Sache. Man landet grundsätzlich nie im gleichen Team wie der Kollege. Das könnt ihr euch schon mal abhaken. So, Loadouts. Und oh, ich hab die Fresse bekommen. Ja, ich tu mal die neuen... Ach du Scheiße. Was los? Die Scheiß-Map. Die Scheiß-Map? Ja? Nee. Ja, bis jetzt haben wir nur eine Map gefunden, die uns wirklich ordentlich Spaß macht. Ja. Genau, was zu sagen zum Spiel. Ja klar, wie er schon gesagt hat, free to play mit ordentlich pay to win. Pay to win läuft hier so ab, dass man Punkte freispielen kann oder auch halt eben kaufen kann. Wenn man stirbt. Ah, verdammt! ja. Wenn man die Sachen oh. Dann. Ach Gott, das hat es mal. Oh, gut. Super. Ja, erzähl weiter. Ja, ich war gerade ein bisschen geschockt, weil ich gerade. Keine Ahnung. Wenn man die Sachen freikauft, dann kann man aussuchen, ob man sie nur für ein paar Tage haben will oder ob man sie für immer haben will. Der Witz bei der Sache ist, die paar Tage sind meistens klar wie normal. Kann man aussuchen, einen Tag, zwei Tage, nee, einen Tag, drei Tage und sieben Tage. So rum. Ja. Es gibt aber auch Sachen, also die richtig guten Sachen, kann man nur für immer kaufen, wenn man mit diesen Cent-Punkten zahlt, die man mit Echtgeld zahlt. Also im Prinzip, wer die richtig geilen Sachen haben will, muss, also für immer haben will, muss automatisch irgendwann Geld ausgeben, sein eigenes, echtes. Und das nicht zu wenig, Leute, das heißt, die Cent-Punkte, die sind sehr teuer. Ja. Sehr, sehr teuer. Was haben wir da mal ausgerechnet? Huch, Mission Complete. Ja, pro Punkt irgendwie 3,50 oder nee, 8 Euro irgendwas war das auch, oder? Für ein paar Punkte. Das war ordentlich teuer. Auf jeden Fall hat man für irgendeine Waffe, hat man, ich glaube ein Scharfschützengewehr oder sowas war das, und das ist nicht mal ein gutes, also noch eins von den schlechteren, hat man, glaube ich, 9 oder 10 Euro gezahlt, Echtgeld umgerechnet, damit man die eine Waffe hat. Für immer. Ja, die eine Rüstung hat 18 Euro gekostet. Genau, stimmt, die fette Rüstung war das. 18 Euro. 18 Euro für eine Rüstung. Ach, guck mal, da oben, Return to Lobby. Ah. Nein, ach verdammt. Nee, doch in Progress. Ja. Nächste Match startet. Bitte die coole Map. Ja, bitte. Aber sonst so der Grafik und so, man kann echt nicht meckern, was die Grafik und das Spiel und so aussehen angeht, auch die Steuerung so. Dafür, dass es Free-to-Play ist. Ja, dafür, dass es Free-to-Play ist, kann man echt nichts sagen, aber wie gesagt, halt eben dieses, wenn dann halt irgendeiner kommt, der ein bisschen mehr Kohle dafür ausgeben will, wie ich, und ich mir das halt als freispielen will, dann habe ich ab und zu schon... Warum spawn ich genau bei den Gegnern? Weiß ich nicht, ich hab hier über ins Gesicht geschossen. Ja, ich hab's gemerkt, ich laufe rum, ich so lalalala. Wo kommen sie alle? Oh, das ist die Riesenmap. Oh, nee. Ich glaub schon. Bin ich jetzt gespawnt? Oh, nee, ich kenn die Map nicht. Ja, man kann zum Beispiel auch dafür bezahlen, dass die Granaten weiterfliegen, dass man schneller laufen kann, höher genau, springen. Genau, Boost, besserer Schild, höher springen, laufen, volles Programm. Ab und zu gibt's auch mal was umsonst, aber auch nur für eine geringe Zeit. Das gibt's ja nicht mal, das Gewehr ist scheiße. Ich hab dich schon wieder geschossen. Waffen sind kacke von dem Typ, ey. Anderes Loadout bitte, F1, danke. Erstmal wieder reinkommen hier, ne? Ja, übel. Von der Steuerung, ich hab's am Anfang nicht so mit dem Zielen gehabt. Irgendwann lief's dann gut, ja, dann haben wir aufgehört zu spielen und seitdem hab ich nicht mehr angefasst. Ja, irgendwie nicht. Bei mir ist schon eine Aufnahme gegangen. Oh, Headshot, ja. Was für eine Waffe. Man sieht auch wieder ziemlich heftig aus, das Ding. Du musst mal die angucken, wo ich das heute einen Tag lang spielen kann. Ach komm! Ach was! Oh, sieht die ziemlich heftig aus, kann aber nichts, oder? Ja, nee, genau, das ist es. Meine Waffe sieht ziemlich krass aus, ist aber scheiße bis zur Unendlichkeit. dann nehme ich lieber die Standardknarre, die ich schon ein, zwei Sachen freigespielt habe für immer, mit normalem Geld, für 1000 irgendwas da, Zielvisier und so ein Scheiß. Aber die trifft wenigstens. Sehen? No, Spielmodi, was gibt's denn an Spielmodi? Ja, die klassischen halt, Team Deathmatch und so ein Fats. Suchen, Zerstören gibt's auch einen. Ach komm! Deine Mutter ohne Scheiß, ey, ohne Witz.
Team Deathmatch gibt es halt die klassischen, dann gibt es eine Art Suchen, Zerstören. Dann gibt es einen Modus, den ich überhaupt nicht gerafft habe. Dann musst du irgendwie sein. Oh Gott! Ich bin doch gerade erst gespawnt. Ach, ich habe auf dich geschossen, aber der Typ mit der Superknarre hat mich weggeknallt. Man muss, da kommt irgendwie auf die Station von einem ein riesiger, was war denn das? Ein riesiger Roboter zugelaufen. Und da gilt es dann irgendwie, den Roboter aufzuhalten. Aber so richtig. Oder halt zu verteidigen. Aber so richtig hat es irgendwie nicht geklappt mit dem Ding irgendwie jedes Mal. Ach cool, ach geil, ich wurde vom Sansani wieder belebt. Genau sowas gibt es ja auch, Sanitäter und sowas. Aber Sanitätssachen muss ich auch wieder frei kaufen und frei spielen, das ist es halt. Eine Giftgranate oder was? Oh, da hinten rennt Josh rum. Hast du schon erwähnt, dass die Spawns ziemlich kacke sind? Spawns sind beschissen. Mir schon so oft passiert, dass... Ach Gott, von hinten. So wie jetzt zum Beispiel, dass ich einfach spawn und nochmal 5 Gegner vor mir stehen, weil ich mitten im Gegner-Spawn gespawnt bin. Warum auch immer, ich versteh's. Ich bekomme hier gerade irgendwie voll aufs Maul. So geht's mir auch. Was man ja auch machen kann... Oh Gott, schon wieder. Es gibt so Waffendepots hier. Da kann man dann Sachen rausholen wie Raketenwerfer, so einen komischen Mac-Anzug, was man sich halt eben vorher eingestellt hat bei sich selbst. Wenn man genug Punkte im Spiel, leck mich am Arsch. Im Spiel genug Punkte hat, dann kann man das halt eben auch ja für die Runde, sag ich mal, kurz benutzen oder freiholen. Letztens in der einen Aufnahme, die Aufnahme ist zum Glück leider kaputt gegangen. Da war die Audio voll am Arsch. Da hat der Gegner sich so einen komischen Mac-Anzug geholt und dann habe ich mir so einen Raketenwerfer geholt, den ich mir halt eben eingestellt habe. Und dann hat er halt mal einen Mac-Anzug gehabt. Das Ding war dann weg. Aber zum Glück. Blutig ist es auch. Also, da war so viel Gefluch in der Aufnahme, aber richtig heftig. Das konnte man so oder so nicht hochladen. Irgendwie. Was? Ja, die Aufnahme, die war echt viel zu krass. Warum? Ach, ich weiß nicht. Du hast auch so ein paar Sachen gesagt, die hätte man nicht veröffentlichen sollen. Ach! Mist. Was hab ich denn gesagt? Ja, das will ich nicht wiederholen. Sachen unterstellt, das geht's nicht. Ach, guck mal, da oben rennt einer rum. Ja, der stimmt. Josh ist versteck dich doch! Ah, du Drecksau. Josh ist ja der liebste Mann der Welt. Ja, ich... Flug nicht. Nee. Rauch nicht, trink keinen Alkohol. Ich bin der liebste Mensch. Wenn du schläfst, aber... Aber jetzt muss ich gehen. Ja, was ich auch so krass finde, ist, das ist ja auch, es ist schön animiert, Grafik gegen Grafik kann man gar nichts sagen, aber das Free-to-Play ist. Das kommt so von überall. Ja, natürlich. Ich hab dich schon wieder ins Gesicht geschossen. Ja, und ich hab den Typ hinter dir ins Gesicht geschossen. Ne? Ja, dafür hat mich dein Kollege erschossen. Was soll ich gerade sagen? Genau, wenn man Leuten mit Scharfschützengewehr in den Kopf schießt, dann platzt der Kopf. Der wirklich so wieder unten der Unterkiefer ist und dann oben der Rest nicht mehr da vorhanden ist. Muss nicht unbedingt ein Scharfschützengewehr sein, habe ich eben festgestellt. Kann auch einem so die Rübe platzen. Also irgendwas hat hier jemand Leute weggeholt. Aber was? Gleich jemand ums Eck, ne? Ich bin nämlich ein ganz vorsichtiger. Oh Gott! Ah! Scheiße! Ich war da auch zwischen. Ja, ich war auf dich gezielt und dann kam hinten der Sniper und dann wollte ich abhauen. Ich hab nämlich schon da hinten stehen sehen, der Drecksack. Na! Oh. Oh, ich muss campen! Hilfe, Hilfe, Mutti! Nee, ich muss campen. Komm schon. Achtung, nee. Ich. Da kommt schon wieder ums Eck, da kommt schon wieder ums Eck, da kommt schon wieder ums Eck. Ums Eck. Nein, doch nicht, okay. Ich lebe! Aber irgendwie war man da bei euch im Spawn. Wow. Verdammte Scheiße! Was hat denn der für eine Knarre? Ich will das Ding auch haben, verdammt. Oh lol, aber immerhin habe ich Assist-Punkte bekommen. Ist doch mal was. Ja, Punkte sind gut. Ja, natürlich. Ist klar, mein Freund. Ich bin auch so ein scheiß krasses Visier, verdammt. Guck, du fünf Ecken habe ich das Gefühl. Gott. Na gut, ich wurde hier vom Sunny geholt. Da laufen sie alle der Freako und da läuft natürlich der Nebenmann der Wolfmann, der mich zum fünften Mal geholt hat, bestimmt jetzt. Ich hab schon wieder einen Double Kill. Oh. Schon wieder das andere Loadout.
Das macht zwar weniger Damage, aber hat wenigstens so ein Zielvisier. Ich weiß nicht, ich renne hier immer noch mit der Standardknarre rum und ich kann jetzt zwar ganz gut abräumen, aber auch nur, weil ihr jetzt nicht so die krassen Waffen irgendwie dabei habt. Mich verarschen? Denn wir hatten, ganz ehrlich Leute, wir hatten ja schon ganz andere Matches. Und da ist ein Typ mal eben durch alle Gegner gerannt und jeder hat auf den geschossen. Das hat ja auch mal nichts gebracht. Der Typ! Beim Nachladen, das zählt nicht. Das zählt der nicht? Typ, okay. Der hat sich eine Figur geholt. Also der, man kann ja auch bestimmte Rüstungen und Helden und sowas halt kaufen. Also bestimmte Helden im Spiel. Und der hat sich einen Helden geholt, der hat ein Metallschild auf seinem Rücken. Das war die 18-Euro-Rüstung. Genau. Ja. Versucht mal jemanden zu erschießen, der ein Metallschild auf dem Rücken hat und generell gepanzert ist wie so ein Bomben-Spezialist. Was war denn das jetzt schon wieder? Das war halt so eine Rüstung, die du nur einmal benutzt. Nein, die hat er dann immer. Ja, Spiel, der hat das Ding dann original, komplett erst gekauft für immer. Dann haben original vier Leute auf den geschossen, der ist einfach mal nicht umgefallen. Ja, das war lustig. Das ist echt läppisch, meiner Meinung nach. Wir haben lange, lange gebraucht, bis er umgefallen ist. Ach, das ist doch scheiße, Mann! Gott, wo sei der? Ey, gewonnen! Ey. Oh, guck mal, wer Erster ist! Bam. Das gibt's doch nicht! Stimmt was nicht? 21 Kills. Oh yeah. Wo bin ich? Oh Gott, ich hab 4 und 17 Mal gestorben! Wir haben jetzt 11 Minuten rum. Also, man merkt, das Spiel ist überhaupt nicht meins. Na komm, du müsstest hier eigentlich nur mal kurz einspielen, weil beim letzten Mal war es ja auch ganz gut. Ja, beim letzten Mal habe ich aber eine Weile gebraucht, bis ich mich angespielt habe. Ja. Gut. Das hat mit der Steuerung nicht so einfach bei mir immer. Was? Newbie? Die 10 Items? Ach genau, das ist auch ganz cool. Die Server sind halt von eigenen Clans und sowas teilweise. Und meistens, wenn man auf dem Server irgendwas erreicht hat oder generell da gespielt hat, bekommt man von denen Pakete. Genau. Wenn man Level-Ups hat, dann bekommt man Pakete. Da sind dann zwar nur Sachen drin, die nur temporär wieder da sind. Aber was ist denn da? Aber sie sind da, ja. Das bringt nur nichts. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, eine Uzi bekommen. Die konnte ich erst mit Level 26 benutzen. Hm. Ja, stimmt. Da haben wir Sachen geschenkt bekommen, die wir erst in 10.000 Leveln benutzen konnten. Und man levelt hier halt verdammt langsam, ey. Wir haben letztens 4 Stunden am Stück gespielt und ich bin Level 3 und das Freeco ist Level 4. Eben. Und dabei waren wir eigentlich immer recht gut. Deswegen. Ja, also wie gesagt, nachdem wir uns dann nach 2-3 Stunden eingespielt hatten, oder ich zumindest, weil ich mit der Steuerung, man muss sagen, man sieht es vielleicht bei dir im Video, die Steuerung, das zieht ein bisschen nach. Echt? Also bei mir nicht? Also bei mir zieht es so ein bisschen nach, aber mit der Maus, also das ist so ein bisschen schwammig, wie bei Black Ops 2. Bei Black Ops zieht bei mir auch nichts nach. Ja, nicht nachziehen, aber es ist so ein bisschen lahm einfach nur von der Steuerung her. Ich mag es dann eher so wie Modern Warfare 1, also dass man dann recht schnell durch die Gegend rennen kann und da. Ja. Also ich komm dieses lahmarschige, sage ich mal, damit komme ich nicht klar, aber ja, so zum ja, ist halt so. Ja, wie gesagt, also das Spiel dafür, dass Free-to-Play ist, ist ganz in Ordnung. Ich hab's jetzt auch schon ohne Aufnahme oder irgendwas schon gespielt gehabt. Im anderen Account vorher. Wo ich das Passwort vergessen habe. Ja. Was das sind die Passwörter, das sind ja, so das sind. Und man kann es ab und zu mal spielen, wenn man sich wirklich damit intensiver befassen will, dann sollte man sich echt überlegen, ob man wirklich bereit ist, dafür Geld auszugeben. Weil so für ab und zu, so wie jetzt gerade so zwischendurch, mal so ein paar Runden, einfach nur rumballern und so ein Scheiß, ein paar Punkte verdienen an irgendwas freikaufen, irgendwas Kleines, dafür ist es ganz in Ordnung. Also die Grafik ist geil. Dafür sind Free-to-Play ist, kann man echt nichts sagen, finde ich meiner Meinung nach. Und auch von den, ja, wie das Ganze halt aufgebaut ist, das ganze Future-Setting und die anderen Spielmodi, die sind auch alle ziemlich genial gemacht. Also kann man echt nichts sagen, dafür ist Free-to-Play ist. Aber wie gesagt, halt eben dieses einzige Negativpunkt für mich ist halt wirklich dieses Pay-to-Win. Aber das dieses, ist wirklich, dieses übertriebene Pay-to-Win. Ja, das ist es halt. Es ist nicht nur so ein bisschen so von wegen, ja komm, gib mal 1-2 Euro aus, dann hast du das Ding mal für immer oder für ein paar Tage. Nein, du musst 18 Euro ausgeben, damit du eine Rüstung hast. Ja. Na gut, man kann sich auch Sachen kaufen halt für die Punkte, die man hier halt pro Spiel gewinnt, aber die sind dann halt nicht für immer. Ja doch, es gibt ja Sachen, die kann man ja für immer kaufen mit diesen Punkten, die man gewinnt. Aber jetzt nicht Sachen, wo du jetzt sagst, boah geil, ne? Die ja, gut, also, räumst du ab. Die, wo ich letztens geholt habe, die waren schon geil, die Sachen. Aber ich sag mal, diese Ultrasachen kann man halt damit nicht abräumen, ja. Wie halt diese krasse Rüstung. Und ich würde auch sagen, für ein Free-to-Play für zwischendurch auf jeden Fall lustig, macht Spaß.
wenn man Glück hat und man kommt nicht auf den Server, wo sich Leute mal derbe eingekauft haben. Also wie gesagt, weil das war nämlich ich, wo auf den Typ eingeschossen hat, unter anderem mit dem Schild. Mhm. Wir haben wirklich zu viert auf den eingeschossen. Wir sind alle verreckt. Dann haben wir zu fünft auf den eingeschossen. Dann ist der Typ nur gestorben, weil irgendeiner durch Zufall den Kopf von ihm getroffen hat. Weil der irgendwie nur am Kopf... und so. Von hinten kann man es ganz vergessen. Ja, von hinten ging gar nichts. Außer man trifft die Beine schießen, das dauert irgendwie zu lange, habe ich das Gefühl gehabt. Also entweder man trifft verdammt gut den Kopf oder man tut halt eben zu dritt auf die Front von ihm ballern bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Also das ist halt wie gesagt so eine Sache, wo ich dann auch da gesessen habe und mir gedacht habe, nein. Verarschen kann ich mich selbst. So, was würdest du dem Ding geben von 1 bis 10? 1 bis 10, Mama, von Pay to Win. Ja, ich würde ihm 7 geben. Eine 7? Ja. Okay. Warum hast du zugegeben? Geben? Boah, ich hätte ihm so 5 bis 6 irgendwie sowas. Es rockt ja schon das Game, ne? Aber das ist halt zu ja, krass. Für mich ist für mich halt nur eine 7, weil halt eben dafür das Free-to-Play ist. Ist nämlich eigentlich, wie gesagt, Grafik und so, ich hab's ja gesehen, ist alles schön. Aber halt eben dieses scheiß Pay-to-Win, deswegen nur 7 von 10. Also ansonsten passt nämlich alles. Gut, einigen wir uns auf eine 6,5, dann ja. Haben wir beide was. So, alles klar. dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir können euch demnächst direkt noch irgendeinen lustigen Free-to-Play-Titel anbieten. Ja, gibt ja genug im Internet. Ja, gibt jetzt so 2, 3, habe ich gehört. Es gibt so ein paar, hab ich gesehen. Gut, also dann. Bis denn dann. Bis zum nächsten Mal.